Hallo, ich bin Dirk Verbein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute in diesem Video soll es um die ISO-Automatik gehen, anhand welcher Kriterien wird da überhaupt ein ISO-Wert ausgewählt. Ja, warum kommt das manchmal zu solchen Bildern, wie ich euch jetzt hier zeige, trotz ISO-Automatik und ja, wie kann ich das Ganze verhindern und wie bringe ich der ISO-Automatik, wie gesagt, Manieren bei, damit sowas nicht passiert. Ja, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, einmal pro Woche gibt es hier ein neues Video. Klickt auf Abonnieren hier rechts unter dem Video, aktiviert euch die Glocke dazu, dann verpasst ihr keines meiner zukünftigen Videos. Einmal pro Woche ein Video, mindestens zum Thema Filmen und Fotografieren. Und ja, würde mich freuen, wenn ich euch zu einem meiner nächsten Videos begrüßen dürfte. Ja, heute, wie gesagt, geht es um die ISO-Automatik. Und ich zeige euch das hier anhand meiner Canon-Kameras. Ich habe hier die Canon EOS R, die mich gerade filmt, die 6D Mark II. Da zeige ich euch, wie das mit der ISO-Automatik vonstatten geht, wie die Kamera ihre Berechnungen da durchführt, wie man das idealerweise einstellt, damit solche Fotos, wie ich euch gerade gezeigt habe, nicht nochmal vorkommen, beziehungsweise damit die Chance geringer wird, dass sowas passiert. Und ja, wenn ihr das Video seht und auch keine Canon-Kameras habt, das Ganze gibt es auch bei Fuji, Panasonic, Sony und so weiter und so fort. Und ja, die Menüs sehen ähnlich aus. Also ihr solltet in der Lage sein, auch das dann entsprechend einzustellen. Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach in die Kommentare. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen hier auf dem Kanal, der euch dann auch entsprechend noch wieder eine Info geben kann, wie es bei seiner Kamera eines anderen Herstellers dann entsprechend funktioniert. Ja, was macht die Kamera überhaupt bei der ISO-Automatik? Anhand welcher Werte wird da die ISO ausgewählt? Welche Werte bestimmen da, ob es jetzt ein ISO 100 oder ein 1200er wird? Und ja, wie kann man das beeinflussen? Ja, leider die 6D Mark II sowieso nicht, aber auch die Canon EOS R. Die haben mit künstlicher Intelligenz noch nicht so wirklich viel an der Mütze, um das mal ganz lapidar zu sagen. Da sind die Smartphones scheinbar etwas weiter. Die nutzen ja angeblich da schon künstliche Intelligenz, um die Motive halt zu beurteilen und dann halt die Belichtungszeit entsprechend auszuwählen. Das geht bei unseren Kameras leider noch nicht, wenigstens bei meinen, die ich jetzt hier einsetze. Die machen sich das relativ einfach. Die gucken, welche Brennweite ist denn vor der Kamera geschraubt. Ich habe hier zum Beispiel einen 24 mm. Die nehmen den Kehrwert, also ein 24. Ja, und das ist dann die längste Verschlusszeit, die die Kamera auswählen darf. Erreicht sie diese Werte nicht, versucht sie mit einer höheren ISO, also das ganze Licht empfindlicher zu machen, damit dann die Verschlusszeit halt darunter bleibt. Bei einem weitwinkligen Objektiv wie ein 24. Ja, kommen da Belichtungszeiten zustande, ja, die relativ lang sind. Beim 24-105er ist es so ähnlich. Sie nimmt halt die eingestellte Brennwerte beim Teleobjektiv und versucht dann halt diesen Wert zu nehmen. Je länger die Brennweite, kürzer werden die Belichtungszeiten, weil dann halt der Fotograf angeblich nicht mehr in der Lage ist, das dann halt ruhig genug zu halten. Dann macht die Kamera halt die Verschlusszeiten kürzer, geht früher mit den ISO-Werten hoch. Ja, das ist so die ganze Berechnungsgrundlage, die eine Canon-Kamera da im Moment zugrunde legt. Also Brennweite, Kehrwert, maximale Belichtungszeit, fertig. Ja, aber das ist natürlich unbefriedigend, gerade wenn ich Tiere, tanzende Menschen, Sportler in Sporthallen und so weiter fotografieren will, komme ich gerade, wenn ich weitwinklige Objektive benutze, natürlich da überhaupt nicht weiter und kriege, obwohl da bei diesen modernen Kameras natürlich die ISO-Werte deutlich höher gehen könnten, verschwommene Bilder bzw. Bilder mit Bewegungsunschärfe, obwohl die Kamera noch 3-4 Stufen ISO-Werte hätte hochgehen können und dann vielleicht ein super scharfes Bild hätte erzeugen können. Ja, ich kann das Ganze aber etwas bevormunden und dem Ganzen halt auch Manieren beibringen. Ich zeige euch das hier, wie gesagt, an der 6D Mark II. Da gibt es halt in dem Aufnahmereiter 2 die ISO-Empfindlichkeitseinstellungen. Da kann ich alle Einstellungen bezüglich der ISO vornehmen. Da habt ihr vielleicht schon mal reingeguckt. Da gibt es halt die ISO-Empfindlichkeit automatisch. Das ist halt der Wert,
die Einstellung, die man benutzen muss, damit das überhaupt zum Tragen kommt. Dann kann ich den ISO-Bereich einstellen, in der ich die Kamera betreiben will. Dann habe ich den Autobereich, in welchem Bereich darf die Kamera denn überhaupt sich ISO-mäßig bewegen. Und dann habe ich halt die längste Verschlusszeit, die steht auf Automatik und dann halt diese Kehrwertformel. Und das ist alles, was sie da nimmt. Wenn ich in dieses Menü gehe, kann ich das aber auf manuell stellen und kann dort dann sagen, hör zu, egal was du berechnest, aber ich möchte, dass du nie länger als 1/250, 1/125 oder was ihr gerade braucht, belichtet. Und dann nimmt die Kamera ihre gemessene Belichtung, schaut, ich komme da mit dem eingestellten Wert hin oder nicht. Wenn sie nicht hinkommt, nimmt sie einen höheren ISO-Wert und führt diese Aufnahme dann durch, beziehungsweise geht weiter hoch, bis das dann passt und sie überschreitet niemals diesen Wert. Und dann kann ich auch mal an ISO 12.800 bei so Tanzszenen nach einer Hochzeit oder so oder bei einer Hochzeit kommen. Und ich habe dann vielleicht ein etwas rauschigeres Bild, aber meistens sind die Bewegungen dann relativ gut eingefroren. Und man muss halt von der Belichtungszeit ein bisschen ausprobieren, um dann abschätzen zu können, ist es jetzt 1/125 oder muss ich sogar 1/250 gehen, dann ist natürlich schon relativ schnell die Chance da, dass die Kamera relativ hoch geht mit den ISO-Werten. Wie gesagt, bei Vollformat-Kameras eher ein bisschen mehr Puffer, um nach oben zu gehen. Bei einer APS-C-Kamera muss man halt ein bisschen aufpassen und dann schauen, dass man dann nicht ganz so hoch geht, aber das sind Erfahrungswerte, die habt ihr nachher bei eurer Kamera, wenn ihr sie länger benutzt, auf jeden Fall drin. Spezialität bei der Canon-Serie oder bei Canon-Kameras, ich weiß nicht, ob es bei anderen das auch gibt, da könnt ihr mir auch noch gerne euren Hinweis in den Kommentaren lassen. Hier schneller oder langsamer noch einstellen. Das ist hier gerade bei Teleobjektiven natürlich relativ sinnvoll, die einen relativ großen Brennweitenbereich abdecken, da kann ich sagen, die 24 mm Anfangsbrennweite multipliziere dann nochmal mit 1, 2 oder was ich da auch immer einstelle. Ich bin dann flexibel und kann dann hier das anders verwenden, anstatt ich jetzt einen festen Wert habe. Ja, das dazu, das ist eigentlich schon die ganze Magie, die eine Kamera für ihre ISO-Empfindlichkeit halt nutzt. Wir sind halt schon mal ein ganzes Stück weiter als früher mit der Analogfotografie, wo ich einen Film eingelegt habe und die nächsten 36 Bilder sind ISO 400 oder 100 oder was ich da auch immer eingelegt habe. Trotzdem sollte man solche Einstellungen nicht nur immer der Automatik überlassen, sondern wenn ihr so Bilder, wie ich euch ganz am Anfang mal gezeigt habe, schon mal gesehen habt und die auf eurer Speicherkarte war, dann sollte man vielleicht mal schauen, vielleicht kann ich das auch mit diesen Einstellungen dann nochmal angehen und ein bisschen mehr rauskitzeln, weil Vollformatkamera, wie gesagt, hohe ISO-Werte, keine Angst vor hohen ISO-Werten. Da kann man ganz stimmungsvolle Bilder auch trotz Rauschen rausholen, aber so eine Bewegungsunschärfe, die ist da meistens nicht ganz so schön da drauf. Kann aber natürlich auch künstlerischen Aspekt haben. Aber das sollte dann auch bewusst sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen einen kleinen Hinweis geben. Schaut euch das Ganze an eurer Kamera ein. Habt ihr noch Fragen oder Hinweise? Einfach in die Kommentare. Würde mich darüber freuen. Lasst mir euer Feedback da. Lasst mir einen Daumen da. Das hilft mir bei der Bewertung dieses Videos, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier rechts unter dem Video. Aktiviert euch die Glocke. Ja, ansonsten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Weiterhin viel Spaß beim Fotografieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.